Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Willkommen zurück zu unserer kleinen Kolonie. Ja, es ist noch Nacht. Wir lassen mal wieder langsam laufen. Und ja, bemühen uns weiter an unseren Projekten. Schauen mal, wie das weiterläuft hier. Ja, die letzte Ernte wird eingefahren. Das läuft. Heu lassen wir immer wieder mal nachwachsen, solange es geht. Das ist jetzt nicht viel Arbeit, die hier dann anfällt. Ja, werden wir mal gucken, wie das so mit dem Winter hier läuft. Ansonsten, ja, Schafe haben wir noch genügend da. Da hatte ich ja auch mal, also ich hatte bei den Pferden das schon so als Management eingerichtet. Bei den Schafen, da machen wir uns später nochmal Gedanken, wie wir das so ein bisschen automatisieren können. Weil die geben ja alle irgendwie Wolle. Ja, müssen wir halt mal gucken, wie wir das handhaben. Noch lassen wir das mal so ein bisschen heranwachsen alles. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nahrung haben wir genug da. Da, wir werden jetzt auch nicht weiter jagen. Da lassen wir das nochmal ein bisschen wachsen. Also unsere Pemmican-Vorräte. Genügend Feldfrüchte sind da. Die Gefangenen, die wir von der Quest hatten, das läuft jetzt auch nicht mehr so lange. Noch 5,6 Tage, dann kriegen wir dafür noch weiter Ruhm für Bokroy. Ja, es läuft so langsam. Ja, dann wollen wir mal schauen. Wir wollten hier nochmal so ein bisschen unsere Eisenvorräte vergrößern. Und ja, dann markieren wir hier mal noch mal ein bisschen was. 510 insgesamt passen hier, müssten hier eigentlich 900 reinpassen. Ich glaube, so eine ganze Reihe würde da wieder was bringen. Das geht hier schon relativ tief in den Berg hinein. So, das sind wir mal machen. Wir könnten auch mal irgendwann mal so das Silber hier abbauen. Das kann man ja auch anderweitig verwenden. Da bin ich ja gespannt. So, ja, kann noch mal einen Ticken schneller gehen. Alles. Beobachten wir das mal hier ein bisschen. Ja, ihr seht, Nashornfleisch ist verdorben. Ja, wer war noch mal unser Koch? Das war doch hier... wer war denn das überhaupt? Ah, hier, Seneca. Ja, Seneca ist schon dabei. Okay, super. Perfekt. Also Estelle ist gut unterwegs, ne? Ist aber auch dadurch so ein bisschen nicht mehr so die Beste unterwegs. Muss ich mal sagen. Jo, weiter abbauen hier, Leute. Sehr schön. Die Pferde sind, ja, die sind hier halt gerade irgendwie gebunden. Aber was Graffy hier jetzt macht, verstehe ich nicht. Graffy ist ja... So, alle Pferde gerade da, okay. Lassen wir sie mal. Okay, wird das hier nicht mehr hineingetragen? Ja, sollte es zumindest. Dringend tragen. No Storage Space. Okay, wir haben hier noch Storage Space. Für alles an. Ja, echt komische Meldung. Sonst ist immer noch Dachse, ja. Ich glaube, die Meldung kommt immer, weil man nicht als Flächenlage hat. Und das System das vielleicht nicht sofort erkennt. Ja, Eisen wurde abgebaut. Tragen wir das mal rein. Schauen wir mal, was das bewirkt hat. Da ist Storage Space. Can be disabled in Options Mod Settings. Okay. Aber wir haben hier doch Platz. Naja. Muss ich mal gucken, was für ein Fehler das ist.
Okay, wir bauen hier die auch nochmal ab. Dann haben wir auch erstmal echt genug Stahl auf Lager. Das lassen wir dann so. Und dann bauen wir hier mal... Also wir werden schon mal hier, hier ist ja Helligkeit, muss ich mal kontrollieren, ob das hier ausreichend ist. Jo, sieht echt gut aus. Hier könnte noch eine Fackel hin. Dann bauen wir die mal hin da, so das da hin. Und dann, ja, wir werden, das hier mal hier hin verlegen. Das hier auch. Dann wird hier weiter gearbeitet. Lagerung. Auch nochmal zwei Absetzmulden. So. Es ist auch, glaube ich, wieder Nacht. Hervorragend. Dann lassen wir nochmal schneller laufen. Ja, dann fangen wir auch schon mal an, so ein bisschen Marmor vorzubereiten. Aber erstmal warten wir es mal ab, dass hier die Nacht mal vorbeigeht. Wie sieht es eigentlich mit Anfisas Widerstand aus? Ja, schrumpft langsam, das gefällt mir. Dann werden wir mal irgendwie... ja, das sind ja so die Baumaterialien, die wir momentan so haben. Dann werde ich mal gucken, dass wir halt diesen ganzen Stoff und die ganzen Lederfelle etc. dann mal einlagern. Forschung läuft ja nebenbei weiter. So langsam kommt dann halt auch so ein bisschen Ordnung hier rein. So will ich das doch sehen. So. Mal einen Ticken schneller. Hier wird schon mal ein bisschen abgebaut. Ist vollständig geheilt. Das war noch von ihrer letzten Jagd. Embrin managt gerade wieder. Hier werden wahrscheinlich wieder so Bäume ausgewählt zum Hacken. Bisher sehe ich aber noch nichts. Okay, die Fackel wurde gesetzt. Okay. So. Ja, wir haben jetzt auch schon... Ja, das, also Stahl werden wir erstmal nicht mehr sammeln, bis es ein bisschen schrumpft. Ja, also Aufgaben. Die Aufgaben haben wir ja mitgenommen. Wir werden jetzt mal... sobald die Mulden fertiggestellt sind... Ich werde hier auch mal Details, den Radius mal so verkleinern, dass dass hier irgendwie die nicht selber losgehen, sondern dann eine Meldung kommt. Ja, so ist gut. So. Noch ist, glaube ich, so ein bisschen Freizeit, oder? Ah, nee, es wird Holz gefällt. Schön. Okay, der hier muss weg. Machen wir nochmal den Baum hier weg. Das kann weg. Dass die Mühle auch richtig funktioniert. Wir haben eigentlich kein Problem mit Wasser. Predators sind erstmal nur Dachse.
Fleisch haben wir noch genug, wo sich Seneca dran abarbeiten kann. Anbrin forscht weiter, Holz wird gefällt. Ah, Anbrin und Seneca heiraten. Sehr schön. Sehr schön. Das freut uns, das freut uns. Oh, ist das nicht schön. Das ist schön. Mögen Sie lange ein schönes Leben zusammen haben, auf dass der Tod Sie hoffentlich erst sehr spät scheidet. So, irgendwie, was macht Bokroy eigentlich gerade? Ist gerade wieder... Warum wird nicht gearbeitet? Okay, jetzt wird wieder gearbeitet. Okay, ein bisschen... Die haben so ein bisschen lange rumgelungert, ne? Muss ich ehrlich sagen, nach der Hochzeit. So, ja, sehr schön. Also, hier kommen, Rohstoffe, Steinblöcke, nur Marmorblöcke rein. Und hier nur Marmorbrocken. 12 Stück. Und das sind schon 22. 6 dringend tragen. Weiter dringend tragen. Dann fangen wir mal hier an, das auch nochmal einzustellen. Also Marmorblöcke soll gemacht werden. Und zwar wollen wir wiederholen, bis wir, was hatten wir hier eingestellt, bis wir 875 haben. Und pausieren. Wenn es so auf 450 runtergeht, soll es wieder produziert werden. So, sehr schön. So, Baumaterial technisch fällt mir nur das gerade so ein. Wir könnten auch irgendwie Silber so lagern in so solchen Mulden. Aber ich weiß halt noch nicht, wo das gelagert werden soll. Wir könnten das hier in so eine Ecke machen. Da könnten auch die Diamanten rein. Das ist dann unsere Schatzkammer quasi. So eine Absetzmulde, da könnten wir echt Diamanten und Silber auch lagern. Hm. Ich glaube, das machen wir doch, oder? Oder machen wir das später? So. Synthiamite. Das ist auch Zukunftsmusik. Steinbrocken. Metallschrott, Ausscheidung, Abwasser und Dünger. Ja, mit diesem Abwasser können wir ja Dünger herstellen später. Oder jetzt schon, glaube ich. Aber das mache ich erst, wenn wir Gewächshäuser haben. No Storage. Das nervt. Das muss ich mir echt... Mod Settings. Kann ich das hier schon? Mod-Einstellung. Ah, das gucke ich mir später an. Sorry, Leute. So. Ich dachte, da kann man auf schnelle Welle irgendwie was herausfinden. So, wir könnten natürlich auch mal, wenn wir auf der Karte irgendwie Metallschrott haben, das könnten wir eigentlich auch einsammeln. Oder könnten wir auch nochmal so eine Absetzmulde dahin bringen. Aber da sehe ich halt noch nichts. Irgendwie auf der Karte. Machen wir dann, wenn es soweit ist. So. Also wir werden erstmal hier die Brocken hier so entfernen mit der Zeit. So.
echt ruhig gerade. Ist auch hier wieder Nacht. Dann lassen wir mal schneller laufen. Und dann überlegen wir uns nochmal lagertechnisch. So, Metall, Schrott, Steinbrocken. So, wir wollten uns ja so ein bisschen um halt Stoffe und so kümmern. Da gucken wir uns das mal an. Also, Lagermethoden. Wir haben hier Körbe, 25 Stahl, 90 Stoff. Vegetarisch, Einmedizin, Drogen, Pflanzen, Masse und Kleidung. Irgendwie passt das mir nicht so. Und dann haben wir hier eine Palette. Bei der Palette, die kostet 65 Holz, dann haben wir eine Palette, die 65 Holz und 40 Stoff kostet. Also was ist denn da der Unterschied? 8 insgesamt 4 per Zelle. Hier auch. Also hier kommen Rohstoffe, Textilien, Mörsergranaten. Abwasser und Pflanzenmasse. Und hier? Rohstoffe, Textilien, Mörsergranaten, Drogen, Pflanzenmasse. Okay, so Rohstoffe, Textilien, Mörsergranaten. Rohstoffe, Textilien, Mörsergranaten. Danach ist hier Schluss. Abwasser und Pflanzenmasse. Okay, Abwasser kann man auch hier und Pflanzenmasse. Hier sind Drogen, Pflanzenmasse und Trockenfutter mit dabei. Naja, dann brauche ich eine normale Palette, ne? Also, das ist... das werde ich dann mal hier so machen. Und ich glaube, wir verlegen hier auch noch mal so ein bisschen den Boden. Natürlich erstmal so ein billig Holzboden. Okay, da steht schon Boden. Okay. So, lassen wir mal noch mal schneller laufen. So. Jo. Ich dachte, da wird schon gearbeitet. Noch nicht. Helligkeit passt hier schon eigentlich. Jo, Marmor wird schon hergestellt, aber Nerus kümmert sich schon drum. Hier wird der Boden verlegt. Sehr schön. Training der Tiere läuft auch weiter. Bald kommen auch nochmal richtig viele Feldfrüchte dazu. Platz haben wir noch ein bisschen. Fleisch wird langsam knapp. Verdirbt auch schon in 2 Stunden. Ja, dann müssen wir jagen. Dann suchen wir uns mal wieder, gucken uns mal die Fleischmenge. Nashorn wird gejagt. Gerne. Schon mal weiter produziert, dann lassen wir nochmal schneller laufen. So, Nashornfleisch ist ein kritischer Alarm. Okay, ich glaube, das Nashorn dreht durch. Nee! Diese Wildgänse ist, glaube ich, durchgedreht. Greift Amabel an. Ja. Ich dachte schon, das Nashorn dreht durch, weil wir es gejagt haben. Okay, so. Wir könnten hier nochmal 6 aufs Lager tragen. Bei Gelegenheit.
Also Abeneros fleißig. Okay, hier wird der Rest nochmal von den Feldfrüchten abgeerntet. Marmor wird langsam produziert. Das gefällt mir. Okay. Okay, das war aber ein heftiger Hänger. So, wir haben die Harfe erforscht. Also alle wichtigen Sachen fast schon, ne? Was halt diese Luxusgeschichte für die Adligen angeht, die hätten wir auch schon fast durchgeforscht. Cembalo ist ein... wäre auch noch was. Cembalo... Likör Brewing? Nee, Cembalo alleine reicht. Machen wir auch. Damit, dann ist es schon mal durch, ne? So. Und... ja. Ansonsten... aber ist natürlich verletzt. Rechtes Auge. Ist das frisch? Nee, das ist nicht frisch. Das hatte er schon vorher. Raubtiere sind immer noch nur noch Dachse. Sehr schön. Die können, die könnte ich auch jagen lassen. Ich glaube, die sind jetzt nicht so gefährlich. Ja, mit Boden sieht das schon mal wesentlich besser aus. Dann nochmal ein paar Marmorbrocken. Keiko erreicht Stufe 8 in Pflanzen. Sehr schön. Ich glaube, das wird ja auch nicht mehr passen. Wird denn das Nashorn überhaupt gejagt? Ist es schon weg? Keiko ist doch unsere Jägerin. Scheinbar. Hier ist ein bisschen Blut. Schiffsteil. Hier kriegen wir doch irgendwie... das müssen wir uns mal merken. Also wir reißen das mal... bald mal ab. So, hier kommen jetzt... normale Stoffe rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter, das ist echt viel, ne? Machen wir nochmal eine... oh, wir haben kein Holz. Deswegen... ja, dann... hergestellt Textilien. Stoff kommt hier rein. Und hier bitte raus. Hier kein Stoff. Hier kein Stoff. Und hier kein Stoff. Wird gerade halt nicht viel getragen. Wegen dieser Feldarbeit. Dass hier noch irgendwie Nahrung reinkommt, ne? Das verstehe ich auch nicht. Zum Beispiel... Fleisch will ich hier gar nicht haben, um ehrlich zu sein. Nahrung. Rohes Essen. Fleisch. Kein Fleisch. So. Das muss alles hier gelagert werden. Holz ist ein Problem. Was wir jetzt auch erkennen. Deswegen muss das eigentlich auch abgebaut werden. Verstehe ich jetzt nicht. Funktioniert das nicht hier mit dem... das ist echt komisch. Beobachten wir mal weiter. Das Ding hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Da ist Nacht, das lasse ich mal ein bisschen laufen. Und
Hoffen wir mal, dass das hier jetzt auch mal bald rübergetragen wird. Kommt dann so langsam, aber sehr, sehr langsam kommt ein bisschen Struktur rein. So wollen wir es haben. Heu haben wir noch genug Platz zum Lagern. Die Weidetiere nehmen sich ja die Sachen von draußen weg. Perfekt, Stoffe werden rübergetragen. Aber Nero hat sich... habe ich die Aufgaben für Marmorblöcke nicht verkleinert? Suchradius. Ja, das muss hier noch geändert werden. Also der soll das echt nur nehmen, wenn er, wenn es hier verfügbar ist. Mehr nicht. So. Dann soll er halt was an, dann soll er halt putzen oder so. Genau. Neue Quest ist verfügbar. Kapseln und Käfer. Ein Forschungsschiff befindet sich im Orbit des Planeten und hat vor, ein neuartiges Insektenpheromon zu testen. Wenn du zustimmst, werden sie Finkwara mit dem Pheromon überfluten, um eine Plage bestehend aus zwei Insektenkolonien zu provozieren. Keine Lust drauf. Sorry. So, lassen wir mal weiterlaufen. Wird denn mittlerweile ein bisschen Holz gefällt? Holz reingetragen. Was sagt denn unser Manager, Management hier, so was hier Holz angeht eigentlich? Zielanzahl? Was? Es sollen 700 Dinger überall hier rumliegen, oder wie? Okay. Es liegt scheinbar echt so ein bisschen was rum, ne? Lassen wir das mal laufen. Lassen wir das erstmal einsammeln. Stoffe werden reingetragen. So, 600, ne? Das sind 8 Stapel. 2, 4, 6, 8 Stapel sind das. Nahrungsmittel, verschmutzter Kochbereich. Oh, das muss echt gereinigt werden. Das kann doch nicht wahr sein. Dann lassen wir mal Abenero erstmal. Abenero, das reinigt doch hier, ne? Genau. Das ist echt ärgerlich mit dem. So. Bewusstloser Kolonist. Was ist hier los? Lebensmittelvergiftung stark. Okay. Echt unnötig. Abenero, Randa. Rette Menino. Hat er sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen? Ach, dieser Kochbereich, ne? So. Naja, wurde der auch mal behandelt? Verabreichen vom Menino, was heißt das? So hat er ihm. Rivet liegt ja hier irgendwo, ne? Hier. Das war er hier. 10. Jugos 5501. Ich glaube, das war unser erster, ne? Aprei 501. 7. April, 7. 5. Juni. Nee, das sind die ersten Jugos. 7. September. Ja, hier fing das so an. Ja. So.
wir kochen jetzt erstmal nicht weiter. Lassen hier mal so ein bisschen Sachen erledigen. Transportieren, erledigen. Nero ist fleißig am Machen. Menino kann wieder laufen. Sehr gut. Ist die Vergiftung ja Gott sei Dank weg. Was machen unsere Haustierchen hier eigentlich? Jo, die sind noch dabei. Stute. Kolonisten fehlt Seitenwaffe. So, dann holt er sich mal seine Seitenwaffe. Als Seitenwaffe. Das ist echt langsam, ne? Ja, weil er genesend ist. Er kotzt jetzt. Ja, super. Ja, sehr schön. Weiter so, weiter so. So, Holz kommt langsam rein. Das gefällt mir. Und ich sehe auch, dass wir die Folge gerade überziehen. So, ihr Lieben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge geht auch schon viel, viel, viel zu lange. Wir machen einfach bei der nächsten Folge weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Fadi. Und was ich noch sagen wollte, ist die Folge, die am Montag kam letztens, also Montag kamen zwei Folgen, das lag daran, dass die sonntags nicht ausgestrahlt wurde. Das war so ein kleiner zeitliches Problem. Also sonst kommen jetzt alle Folgen wieder wie gewohnt immer halt um 20.15 Uhr rein. Also da könnt ihr euch so ein bisschen dran richten. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Fadi.